Wir haben heute so viel über Abenteuer, Leidenschaft, Digitalisierung, Fortschritt, Misserfolge geredet. Roland ist auf mich zugekommen und gesagt, wir haben dieses Mal 15-Jähriges, kommst du schon zur Commons? Dann sage ich, hey, schon 15 Jahre, ich weiß noch so gut, wie wir damals mit dem ersten Shop gestartet sind. Und ja, ich bin jetzt heute hier, eben ein bisschen zu erzählen, wie denn diese Reise war. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Zeitreise und ich denke, viele werden sich wiederfinden oder die Jüngeren hier im Haus werden sagen, hey, gibt's das? Wie war denn das damals? Ja, 1890, wie bin ich zu dieser Sache gekommen? 1890 ging es los mit einer Heirat. Dieser Alois Reich, der Urgroßvater von meinem Mann, hat in Rosenheim ein Textilgeschäft gegründet. Und ich bin damals auch wegen der Heirat mit meinem Mann zu diesem Geschäft gekommen, hatte mit Handel nichts zu tun, hatte mit Betriebswirtschaft nichts zu tun, kam aus einem ganz anderen Bereich. Wie es manchmal so ist, es gab dann keine Führung für diesen Laden, mein Mann macht ganz was anderes. Und dieser Textile-Tante-Emma-Laden, ja, mit dem habe ich dann versucht, was zu machen. Es war sehr schwierig, zwei sehr, sehr kleine Läden. Es war auch damals schon 86 so, dass Handel im Wandel war, aber es gab natürlich damals noch nicht die Digitalisierung. Man konnte alles Mögliche machen, die Schaufenster neu dekorieren oder expandieren oder wie auch immer. Und ganz zufällig auch 98 dann, ich war also schwer auf der Suche, ein neues Geschäftsmodell zu finden. Es gab damals sehr, sehr einfache Shops. Wir haben damals ein Shopsystem für 15 D-Mark gekauft, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wie gesagt, so sah das damals auf mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Wir haben von Lookbooks abfotografiert, damit wir einigermaßen Bildmaterial hatten für diesen Shop. Und wie gesagt, die Rettung war eine Designerin, die aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel machen konnte. Und die Rettung war eine Agentur, die mir als Laien einfach sehr, sehr viel erklären konnte, wie denn das Business geht. Ja, da haben wir gestartet, erste Bestellungen sind gekommen, war sehr interessant, damals gab es ja Google noch nicht, wie wir begonnen haben, gab es diese Suchmaschinen, Uni Hannover, glaube ich, sehr, sehr viel damals benutzt worden und plötzlich 2001 ist Google ins Spiel gekommen, wir haben auch ausprobiert, Try and Error. Und ist dann schon ganz gut angelaufen. Ja, was ist dann passiert? Plötzlich wurden wir von Google gesperrt. Ja, boah, was ist los? Ja, Google hat uns geschrieben, wir würden Pornografie zeigen. Wenn jemand Kalida kennt, wie es damals gewesen ist. Also es war, sage ich mal, damals noch relativ, ja, wieder möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es war alles andere als pornografisch oder es war auch nicht unbedingt so sexy, das Ganze. Ja, also wie gesagt, waren wir weg, mussten uns dann schwer wieder erkämpfen, was wir da machen und es hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Google hat dann auch gesehen, ja, Handel ist nicht nur Kaffeemaschinen, Kühlschränke, Technik, sondern die Mode kommt ja auch mit rein und es war ihm dann ganz toll, dass wir wieder gestartet sind. Kam aber gleich das Nächste, dass ich schlimmste Briefe von irgendwelchen Frauenvereinigungen bekam, ja, warum wir im Internet eben quasi fast nackte Frauen zeigen und das sei doch wirklich der Gipfel, noch dazu als Frau, dass ich als Frau das zeige. Gut, das war die damalige Zeit, Sperrung durch Google, also wir waren dann weg. Und ja, 2003, wir sind dann schon ein bisschen bedürftiger geworden mit neuer Technik, mit mehr Flexibilität. Die ersten Shops waren ja sehr, sehr starr und es gab ja damals auch das Filtersystem so noch nicht. Und wir sehen schon, dass hier bei uns auf der Startseite auch sehr, sehr wertvoller Platz mit Werbung für Schokolade vertan wurde. Aber ich war damals der Meinung, man muss den Kunden verwöhnen. Man muss ihm auch, gerade im Schweizer Marke, muss man auch Schweizer Schokolade mitvermitteln. Und ja, bei der ersten Unternehmensberatung wurde ich jetzt schwer gerügt, warum ich hier auf der Startseite für Wäsche Werbung für Schokolade mache. Das haben wir dann mit der Zeit runtergenommen. Aber Schweizer Schokolade ist bei uns nach wie vor im Paket. Wenn wir ein Kalida-Paket rausgeben. Der Aufbau der Seite, wir haben damals schon gewusst, wir haben ja nicht allzu viel zu bieten. Content war damals schon wichtig, wir haben viele Texte geschrieben, wir haben sehr ausführlich die Produkte beschrieben und ich denke, das hat uns geholfen, eben gerade in diesem schwierigen Wäschebereich auch mit sehr niedrigen Retourenquoten erfolgreich zu sein. Da
dann, man kann sich's vorstellen, es waren, wir haben quasi aus dem Laden gepickt, es war alles sehr händisch damals, aber plötzlich mit Google ging dann doch das Geschäft etwas besser. Und wir mussten nun schauen, ja, was machen wir mit der Logistik? Ich wollte eigentlich nicht mit der Logistik allzu viel zu tun haben. Wir haben aber erst einmal geschaut, ja, welchen Dienstleister gibt es da und können wir uns das leisten? Ja, die Untersuchung war leider nicht so in meinem Sinne. Also wir waren damals einfach noch zu klein. Sprich, ja, wir mussten jetzt auch Logistikexperten werden. Und so wurde 2006 dann, wir hatten keinen Platz mehr, wir sind umgezogen, wir haben ein Logistiksystem an Oxid angedockt. Und ja, das waren damals happy Zeiten, weil plötzlich alles etwas einfacher erschien. Aber ihr kennt es ja, man hat irgendwas neu angedockt und im nächsten Moment kommen aber schon gleich wieder die nächsten Bedürfnisse, Probleme oder man will dann auch wieder irgendwie ein neues Modul dann andocken. Platz. Wir sind jetzt, seit es uns online gibt, viermal umgezogen. Ich habe nie mit diesem enormen Wachstum gerechnet, sprich, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und habe dann auch immer ja, den nächsten Umzug ja, leider zu klein geplant. Wir wissen meistens ja selber, man plant, und bis es dann soweit ist, dass man umzieht. Also es war jedes Mal so, der Tag, an dem wir in dem neuen Platz gewesen sind, da wusste ich schon, der ist viel zu klein. Also so ist es uns andauernd passiert. Also das war 2006 der erste Umzug. Wir sind damals in diesem ersten Stock oben auf, ich glaube, 250 Quadratmetern gelandet. Und ich glaube, ich habe hier sogar die Zahlen mit dabei. Ja, 250 Quadratmeter. Dann ging es weiter, auch hier in ein wunderschönes Gebäude, Kraftwerk, altes war. Also tolles Büro hatte ich damals. 500 Quadratmeter. Schließlich ging es da an den Renkenweg. Da waren es dann schon knappe 2000 Quadratmeter. Auch da habe ich gleich gesehen, es reicht nicht. Das wird auf keinen Fall reichen für das, was wir eigentlich vorhaben in nächster Zeit. Und schließlich sind wir jetzt hier in Högerin gelandet. Da war wirklich mal meine Planung, die Logistik muss reichen, der Lagerplatz muss reichen. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben genügend Lagerplatz. Wir haben momentan 50.000 Lagerplätze dort. Aber jetzt geht es mit den Büros los, ja, weil wir damals natürlich nicht geplant haben, dass wir mit der Calida dann zusammenarbeiten und uns jetzt momentan im Personal so stark entwickeln. Also das sind natürlich Luxussorgen. Calida war der erste Shop. Ich habe damals auch, weil wir hatten auch einen Stoffhandel betrieben, gab es auch mal zwischenzeitlich einen Stoffshop, einen Meterwaren-Shop. Da haben wir damals auch einen Golden Card gewonnen wegen einem Dirndl-Konfigurator. War auch eine spannende Sache. Ich glaube, das war 2004, 2005. Ja, Calida, sehr große Abhängigkeit vom Hersteller. Was machen wir? Ich hatte einen Studienfreund, ich hatte Sport studiert. Das war der Kraftchef, den habe ich dann 3 Jahre lang belabert, wie schaut es denn aus, du musst online gehen, nee, machen wir nicht. Ich habe mich damals sehr gefreut, wie er mich dann einmal am Abend angerufen hat, so, wir sind soweit, du darfst einen Job für uns machen. Das war dann der Lounge Craft, natürlich eine komplett andere Sache, was statt Wäsche, gut, wir waren bis dahin dann Größenexperten für BHs und so weiter, Größenvarianten, das war damals nicht so eine Verständlichkeit, dass wir in unterschiedlichen Größen alles abbilden konnten, BH mit dieser bekannten zweidimensionalen Größe, also das kann man sich heutzutage einfach gar nicht mehr vorstellen, dass das damals alles Probleme bereitet hat. Bei Graf kamen dann eben diese internationalen Größen dazu, die sehr, sehr schwierig abzubilden waren und vieles mehr. Ja, ich habe damals im stationär Wäsche verkauft und jetzt hatte ich nur Calida, nur Kraft. Ich wollte immer wieder auch Wäsche einkaufen, Wäsche darstellen und habe die Idee, also eben so Multi-Brand-Wäsche zu machen, nicht aus dem Kopf gebracht. 2009 bin ich dann wirklich auf die Messen betteln gegangen, liebe Hersteller, wie schaut es aus, beliefert ihr mich, ich würde gerne diesen Online-Shop machen und es war absoluter Widerstand da, die Hersteller zur damaligen Zeit, also ist noch gar nicht so lange her, 2009 haben gesagt, nein, wir wollen unseren stationären Handel auf keinen Fall wehtun, wir sind nicht dabei, aber 10, 12 haben es gewagt mit uns. Ich denke, sie haben es nicht bereut. Die waren, sind wirklich da reingesprungen. Und das waren die ersten, mit denen wir damals On My Skin gestartet haben.
Entwicklung. Man hat gesehen, ey, das Business, das wird funktionieren. Und dann war mein Schritt wirklich eben die stationären Läden zu trennen und rein auf E-Commerce zu konzentrieren. Ab 2010 wurde aus dem Alois Reich stationär eben die Reich Online Services gegründet, um wirklich hier Vollgas zu geben und eben dieses Business nach vorne zu treiben. Kennt auch jeder, dann ging es mit Amazon los, auch da erste Versuche drauf, wir haben eigene Schnittstelle programmiert, damals gab es noch nicht solche Sachen wie Tradebyte und ich möchte jetzt keine Werbung für irgendwas machen, es gibt ja mittlerweile Plentymark, es gibt ja mehrere Partner, die momentan diese fertigen Schnittstellen bauen und ja auch hier damals ein Marktplatz, heute bedienen wir 8 Marktplätze. Dann gab es ein Krisenjahr 2013. Was heißt Krisenjahr? Ja, also wir wurden in Rosenheim, hatten wir diese schwere Hochwasserkatastrophe. Und ihr seht da dieses Gewerbegebiet, wo wir gewesen sind. Also wir waren dann wirklich im Parterre, hatten wir das ganze Lager unter Wasser. Ich hatte Gott sei Dank tolle Mitarbeiter. Ich war zur damaligen Zeit im Ausland. Die Mitarbeiter haben mitgedacht und haben in einer Nacht- und Nebelaktion alle zusammengeholt und haben die unteren Regale ausgeräumt. So konnten wir das meiste an Ware retten. Und wir hatten Gott sei Dank auch die Surfer und alles nach oben gebracht. Und wir konnten dann nach 4 Tagen gemeinsamer Arbeit die Arbeit wieder aufnehmen, also den Versand wieder aufnehmen. Ich kann nur sagen, das war enorm teambildend. Also wir sind damals als Firma so zusammengewachsen in dieser Situation. Das war also faszinierend. Ach, Moment, ich muss zurück. Und jetzt würde ich euch gern den Stefan Häuselschmidt vorstellen. Der Stefan Häuselschmidt ist nämlich damals, wir haben uns nämlich damals kennengelernt, 2013, aber da kannst jetzt du ein bisschen was dazu sagen. Genau. Ja, ich bin jetzt seit der Zeit bei Reich Online mit dabei. Bin eingestellt worden als Leitung IT und hatte den Job, eine IT-Abteilung aufzubauen. Unser erstes Projekt war die Umstellung auf die damals aktuelle OXID-Version. Die Shops waren damals noch eine OXID 2.7. Wir sind dann direkt auf die 5.1 gegangen, das war so ein kleiner Sprung. Und war ein spannendes Projekt, weil eigentlich war ich mit einer Mitarbeiterin alleine. Und wir haben dann aber doch innerhalb von ein paar Monaten das geschafft, das umzuziehen und auch zu stabilisieren, die Server zu stabilisieren, und sodass wir auch eine halbwegs vernünftige Performance zum Start hinlegen konnten. Genau, dann kam relativ bald das Thema Responsive und Mobiloptimierung auf uns zu. Das war ein Thema, das uns schon zu dem damaligen Zeit stark beschäftigt hat, was wir aber bis zu dem Zeitpunkt nicht darstellen konnten. Das war die nächste große Herausforderung. Wir haben dann den Kalida-Shop relaunched und wahrscheinlich ging es Ihnen allen so, die in dem Bereich schon unterwegs waren. Das ist natürlich ein Thema, man kommt von einer rein Desktop-optimierten Seite hin jetzt zu einem Mobilthema. Was macht man jetzt? Für uns war damals lang die Diskussion, machen wir jetzt ein Mobil-Theme mit einer Browserweiche oder gehen wir gleich auf Responsive? Und zum damaligen Zeitpunkt war bei OXID auch noch die Strategie, ein Mobil-Theme zu machen. Wir haben uns trotzdem für Responsive entschieden und haben uns überlegt, wie wir das Ganze aufbauen, sodass wir auch die ganze Firma mitnehmen können. Weil jeder hat natürlich in der Firma im Desktop gedacht. Und das war eine kleine Herausforderung, alle auch mitzunehmen, diesen gesamten Gestaltungsprozess für so eine Webseite mitzunehmen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben so einen Living Style Guide eingeführt. Wie man es hier kurz sieht, quasi ein Interface-System aufgebaut, das aus Komponenten zusammen letztendlich dann wiederverwendbare Widgets aufbaut. Man sieht es hier auch nochmal ganz, ganz schön, wo man dann konfigurieren kann, wie so ein Widget ausschaut, das dann tatsächlich direkt in die Seite integriert wird. Das geht so ein bisschen in das, was OXID jetzt auch mit den Widgets macht. Waren wir ein bisschen vorneweg, ist ein bisschen leider, weil wir hätten das natürlich sicherlich gut verheiraten können. Jetzt ist es bei uns nach wie vor heute so im Einsatz. Wir haben aber auch nicht nur diesen Style Guide gemacht, diese Responsive-Geschichte mit diesem Relaunch. Wir haben auch Elasticsearch eingeführt für das ganze Thema Suche und für Filtern. Haben da wahnsinnig viel Performance rausgeholt und auch Uplift über diesen Bereich der Seite Suche und Filtern. Und wir haben eingeführt, dass wir die ersten automatischen Tests mit aufgebaut haben. Das heißt, wir haben damals auf die ersten Tests gemacht, die meinen Warenkorb checken, ob das noch alles geht, wenn wir
deployen. Deployen ja jede Woche mehrmals. Funktioniert denn alles danach noch? Und das haben wir mittlerweile jetzt sukzessive aufgebaut, sodass wir heute eigentlich eine relativ hohe Konfidenz auch schon haben, wenn wir ein neues Deployment haben. Du hast jetzt gerade gesagt, wir mussten die Mitarbeiter abholen. Abholen mussten wir sie deshalb, weil wir mit der Zeit mehr und mehr alles ins Haus geholt haben, also nicht nur Logistik, sondern eben auch Grafik und das Content Management etc., die eben damals alles auf dem anderen System gearbeitet haben, und die mussten natürlich jetzt in den neuen Systemen abgeholt werden. Und die Firma ist enorm schnell gewachsen. Wir haben dann auch wirklich angefangen zu strukturieren, entsprechende Abteilungen zu holen und entsprechendes Know-how aufzubauen. Also wie gesagt, wir sind jetzt verschiedenste Abteilungen mit, denke ich mal, sinnvollen Zusammenhängen, weil es wird eingekauft. Der Einkauf muss mit dem Marketing eng zusammenarbeiten. Also wir pitchen auch wirklich die Einkäufe im Marketing, damit auch das Richtige dann da ist. Es muss ja dann richtig auf der Seite dargestellt werden. Also sehr, sehr übergreifende Struktur. Und das muss natürlich alles auch gemanagt werden. Ja, so viel Arbeit wird dann auch irgendwann belohnt. Das war eine Riesenfreude damals, Bayerns Best 50 und ein sehr, sehr großen Unternehmen zu werden. Das sind halt dann, sage ich mal, so schöne Momente nach harter Arbeit. Ja, das war 2016 und 2017 ist die Kalida auf mich zugekommen. Man hat eben gesehen, wir machen ihren Kalida-Shop, sage ich mal, sehr professionell, mit hohem Erfolg, und sie selber haben einen Schweizer Shop betrieben. Hat natürlich keinen Sinn gemacht, das gemeinsam zu machen. Und wir haben vorher geredet, ja, wie entwickelt sich alles und wie geht man denn weiter in die Zukunft vor? Und bei mir ist schon der Gedanke eben da gewesen, wie kann es denn weitergehen in dieser Situation? Wir haben zwar erfolgreiche Webshops, es ist eine enorme Geschwindigkeit da, wie sich der Markt verändert. Ich habe bemerkt, wie Mitbewerber wegbrechen, bemerkt, wie Hersteller plötzlich vom Markt verschwinden, und man sieht momentan schon, dass eben in enormer Geschwindigkeit sich der ganze, insbesondere eben der Fashion-Markt, wandelt. Und ich wollte eigentlich nicht eingestehen, so okay, jetzt haben wir ein gewisses Level erreicht und das war's dann. Und die Kalida ist auf uns zugekommen, hat gesagt, Mensch, ihr macht anscheinend ein ganz gutes Business, wir wollen mit euch das zusammen machen. Sie haben Digitalisierung, sage ich mal, lange Zeit nicht so ernst genommen, und der neue CEO hat gesehen, wir können das ganz gut, und deshalb die große Herausforderung an mich, jetzt 9 Brands zu übernehmen und diese 9 Brands in die Zukunft zu führen. Da spielt auch dann in Zukunft Omnichannel und alles eine Rolle. Und deshalb eben, ja, warum macht man so einen Schritt? Ich habe ihn gerne gemacht, und es ist ganz toll, eben dieses Abenteuer momentan mit der Kalida zusammen, diese Digitalisierung nach vorne zu treiben. Ich mache das mit sehr, sehr viel Leidenschaft, und deshalb bin ich nach wie vor im Boot. On My Skin, unser Multi-Brand-Shop, den wir damals 2009 gegründet haben, mit 80 Wäschemarken, alle namhaften europäischen Wäschemarken sind dort im Boot, musste natürlich auch parallel weiterentwickelt werden. Wir sind damals mit einer Agentur in die Brandbildung gegangen, haben uns sehr viel gekümmert, was ist die Aussage dieser Marke, haben tolle neue Logo gemacht und haben aber dann auch, und da übergebe ich dir nochmal, On My Skin entsprechend gerelaunched, und da bist dann natürlich, hast du wieder eine große Rolle dabei gespielt. Das ist das neue Logo dann gewesen. Genau. Was haben wir da gemacht an der Technik? Vielleicht ein kurzer Abriss. Wir haben natürlich diese Methode mit diesem Style Guide Driven Development weiterentwickelt. Wir haben uns immer stärker auf dieses Interface Design konzentriert. Man sieht hier ein paar so Baupläne, wie sie bei uns in die Technik mittlerweile kommen. Wie man sieht, wie ein Artikelteil auf einer Listenansicht ausschaut, wie das sich integriert, wie das auf verschiedenen Breakpoints ausschaut, welche Informationen dargestellt werden sollen, welche Hover-Effekte da sind etc. pp. Das heißt, wir sind da einen Schritt weitergekommen. Wir haben für den Shop auch den ersten Usability Award bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wir sind, da fehlt glaube ich jetzt eine Slide, oder? Ja. Wir sind auch einen Schritt weitergegangen, da übergebe ich dann nochmal an dich. Wir sind auch nochmal einen Schritt weitergegangen und haben 5 Breakpoints eingeführt jetzt. Das erweitert natürlich nochmal den Testaufwand. Wir haben aber auch nochmal mehr automatisiert. Wir haben heute mittlerweile jede Seite im Shop gescreenshottet
und nach jedem Deployment wird wieder ein Screenshot gemacht, wird automatisch verglichen, hat sich irgendwo was verändert, ist irgendwo was kaputt gegangen, ist irgendwo was verrutscht, sodass wir auch genau wissen oder eine sehr hohe Sicherheit haben auch, dass es in allen Geräten die Qualität weiterhin passt. Das ist ein hoher Aufwand, aber das gibt uns unglaublich viel Sicherheit und auch Geschwindigkeit dann in der Entwicklung, wenn wir da weiter, um neue Features auch online zu bringen. Du kannst mal behalten, aber ja. Dann nach diesem Projekt, also wie gesagt, wir sind ja sehr innovativ und drängen nach vorne. Ich bin ja die schlimme Treiberin auch. Dann hieß es ja, Kalida muss gemerged werden, also sprich der Schweizer Shop mit unserem, unter Anführungszeichen, deutschen Shop. Und das war dann eigentlich für uns im Haus eines der Riesenprojekte. Also es ging eben neben diesen ganzen technischen Sachen auch viel um Legal. Also es mussten quasi die Retail-Kunden aus verschiedensten Ländern zusammengeführt werden nach DSGVO. Sachen, also man kann das ja nicht einfach zusammenlegen oder wir mussten SAP anbinden aus der Schweiz mit dem Schweizer Versand. Internationalisierung kam auf uns zu und du kannst vielleicht auch zu dem Projekt noch ein bisschen was sagen. Ja. Genau, da sieht man mal nochmal ein paar Screens, wie das jetzt ausschaut. Wir haben da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt und ein neues Meisterstück geschaffen mit dem Shop, haben auch wieder dieses Jahr den Usability Award dafür bekommen. Die größten Herausforderungen in dem Projekt waren einfach, dass wir jetzt ein zweites Versandlager auch haben, das in der Schweiz sitzt. Das heißt, wir müssen unsere Aufträge aufteilen, was verschicken wir aus Deutschland, was verschicken wir aus der Schweiz. Wir haben für jedes Land unterschiedliche Preise. Das heißt, wir haben Oxid so erweitert, dass wir diese Pricebooks ausspielen können. Ein Schweizer sieht andere Preise wie ein Deutscher, aber ein Deutscher sieht auch andere Preise wie ein Franzose, wenn auch in derselben Währung. Wir haben 4 Sprachen jetzt mit drin. War unser erstes Internationalisierungsprojekt, sodass ich auch in jedem Land die Sprachen verwenden kann. Wir haben ein Loyalty-Programm angebunden, was auch nochmal ein Riesenaufwand war, sodass wir jetzt tatsächlich auch ein Omnichannel-Loyalty-Programm haben, dass ich im Laden dasselbe Konto, Loyalty-Konto verwenden kann, wie wir es online machen. Oder wie wir es online haben. Ja, genau. Und das mach weiter. Schöner Moment. Ja, okay, ja. Was bringt die Zukunft? Ja, ihr habt gesehen, also wir drängen nach Innovation, nach Weitergehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 9 Brands zu digitalisieren oder zu helfen, in der Digitalisierung weiterzumachen. Es gibt für alle Brands gibt es bereits Shops, aber in unterschiedlichster Qualität natürlich. Und nochmal zur Kalida Group gehört eben unter anderem eben auch Obad. Jetzt habe ich endlich meine sexy Wäsche im Programm, aber heute natürlich mit einem anderen Mindset. Wir haben, Moment, ich komme hier mal auf die Marken, eben Kalida, denke ich, kennt jeder, ist diese hervorragende Schweizer Wäschequalität. Wir haben im Programm La Fuma, ein Bergsportanbieter aus Frankreich, dann La Fuma Mobile, wir sind jetzt plötzlich auch dann Möbelhändler mit diesen Freizeitmöbeln aus Frankreich, eine sehr qualitativ hochwertige Marke, Oxbow aus den 80er Jahren, die Surfmarke, auch eine französische Marke, Mie für Hochleistungsbergsportler, Top-Produkte, es ist Eider dabei, die modische Skimarke aus Frankreich, Obad, ja, mit diesen fantastischen Wäsche. Und Craft ist auch nach wie vor im Programm mit dieser hervorragenden Funktionswäsche. Und ja, es macht Spaß, hier zu arbeiten. Vor allen Dingen Fashion, laufend Bewegung. Es ist unheimlich viel Wandel drin. Und wir können noch enorm viel tun. Und das ist das Schöne in diesem ganzen Business. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und jetzt ganz schnell in die Kaffeepause.